Hallo ihr Lieben, willkommen zu Teil 54 von Provokative Therapie, ein persönlicher Kommentar, ein sehr persönlicher Kommentar. Möglicherweise nach dem, was ich jetzt kurz gesehen habe, was jetzt gleich kommt aus diesem in diesem Buch Provokative Therapie von Frank Farrelly und Jeff Brandsma, gehen vielleicht doch die Wege etwas auseinander zwischen mir und der provokativen Schule, das weiß ich nicht. Ich warte immer auf diesen Moment, wo ich dann doch mal was finde, was ich nicht so gut finde. Vielleicht habe ich auch schon viel gefunden in den vergangenen 53 Videos. Ich habe es nur wieder verdrängt und vergessen. Das kann alles sein, aber mal schauen, was passiert. Es ist ein Experiment mit nicht nur offenem Ausgang, sondern vor allem offenem Verlauf. Ich weiß nie, was passiert, wenn ich jetzt zum Zeitpunkt X mal wieder dieses Buch lese, wie ich es dann finde, und lass mich also jetzt selber überraschen von dem, was da kommt. Hier steht auf Seite 140 unten in diesem wunderbaren Buch, Provokative Therapie, steht drin: Das Ziel des provokativen Arbeitens bestehe, oder hier steht besteht, nicht darin, dem Patienten zu helfen, ein psychologisches Äquivalent eines Weichtieres zu werden, das einen Panzer anhat, der für Liebe undurchdringlich oder ein gefühlloser und nicht reagierender Roboter ist. Das gefällt mir, also ich habe jetzt erst nur das gelesen gehabt mit dem Weichtier, da weiß ich nicht, ob ich das gut gefunden hätte, weil tatsächlich glaube ich, dass eines meiner Ziele ist, dass wir tatsächlich alle weicher werden und damit empfindungsfähiger, reaktionsfähiger. Also dass wir sozusagen die kriegerische Seite unserer Kultur vielleicht nicht ganz hinter uns lassen, weil wir das wahrscheinlich gar nicht können. Aber ich sag mal, es gibt ja relative Verbesserungen. Und ich bin mir selber noch viel zu häufig wütend und viel zu häufig ängstlich. Und pflege auch viel zu häufig immer noch Kriegertugenden, Kriegerverhalten. Und das kommt mir nicht sonderlich produktiv vor. Also wann immer ich das tue, wo ich in meine alten eigenen Muster zurückfalle, die ich halt in der Kindheit und auch im sonstigen Leben erworben habe, weil sie halt teilweise funktional sind. Es bewährt sich einfach nicht. Also ganz nüchtern, wenn man denkt im Modus Trial and Error, Versuch und Irrtum oder fast auch wissenschaftlicher mit Vorgehensweisen, müsste man sagen, die Ergebnisse sprechen für sich und die Ergebnisse sind schlecht. Und dann geht man eigentlich ganz automatisch, wenn man nicht also völlig behumst ist, in einen Suchlauf nach besseren Verhaltensweisen. Also was kann ich stattdessen tun, was bessere Ergebnisse liefert? Und wenn jetzt es wirklich darum ginge, in der provokativen Therapie einen härter zu machen, abzuhärten, dann wäre ich nicht dabei. Ja, also wenn das Ziel wäre, weil davon haben wir schon genug in der Welt. Diese Abhärtungs-, Verhärtungsideologie, die aus allen Menschen oder zumindest der Hälfte der Menschheit starke Krieger machen will, das ist die Welt, aus der wir kommen. Und sie hat uns die Probleme beschert, die wir heute haben. Und ich bin einfach kein Freund von mehr vom selben. Also, dass man versucht, Probleme mit dem zu lösen, was diese Probleme erzeugt hat, das scheint mir einfach nicht sonderlich intelligent zu sein. Es mag im Ausnahmefall mal das geben, dass wirklich ein rudert härter, rudert schneller, wirklich Lösungen bringt im absoluten Notfall. Schlag fester zu, lauf schneller. Also Steigerung von dem, was einen in die Probleme hineingebracht hat, dass man also jetzt noch mehr davon macht und das löst dann die Probleme. Das mag es im Ausnahmefall wirklich geben. Es ist aber so selten, dass in der Regel, wenn man Probleme hat, man sich anschauen muss, wie habe ich diese Probleme denn hervorgerufen? Wie habe ich die Probleme erzeugt? Und in der Regel ist die Antwort dann nicht, wenn man Lösungen sucht, ich mache noch mehr davon. Das wird aber häufig tatsächlich gemacht. Wir tun das tatsächlich erschreckend oft, dass wir versuchen, uns selbst das als Heilung zu verkaufen, was eigentlich die Ursache der unserer eigenen Probleme ist. So. Ach, Herr Wiese, ich ertränke mein Alkoholproblem in Alkohol. Ich bekämpfe den Klimawandel mit noch mehr Förderung fossiler Brennstoffe. Ja, klingt bescheuert, wird aber gemacht. So. Also ich lese nochmal den Satz, wie er gemeint ist, und um mich auch selber ein bisschen zu beruhigen. Das Ziel des provokativen Arbeitens besteht nicht darin, dem Patienten zu helfen, ein psychologisches Äquivalent eines Weichtieres zu werden, das einen Panzer anhat, der für Liebe undurchdringlich oder ein gefühlloser und nicht reagierender Roboter ist oder ein eben automatisiert reagierender Roboter ist, ohne irgendwelche Fuzziness und ich kann mich so oder auch so entscheiden. Das Ziel besteht vielmehr darin, ihn etwas an die Schleudern und Pfeile der zügellosen Fortuna zu gewöhnen und ihm zu helfen, seine hysterischen, häufig überreaktiven, affektiven Muster aufzugeben. Ich interpretiere hier überreaktiv im Sinne von automatisiert. Ja, also du kommst nicht mehr dazwischen, du verlierst deine innere Freiheit, weil du halt einfach Reiz-Reaktionsschema, Output-Input mäßig reagierst. Es kommt ein Output von außen, irgendjemand macht was und du reagierst halt wie ein Automat, reiner Reflex.
Ja, das ist halt keine freie Reaktion, weil du hattest keine Alternative. Reflex bedeutet Unfreiheit, ne? Und im provokativen Arbeiten trainiert man tatsächlich, freier zu werden, ja. Also auch anders reagieren zu können, als man immer sonst reagiert. Das heißt, der Endgegner, der Feind des provokativen Arbeitens ist der Satz, ich kann nicht anders. Und der Satz, ich kann nicht anders, ist der Satz der Unfreiheit, ne? Also, das sagt man, wenn man sich unfrei machen will. Aber es gibt immer, also wir Menschen sind so vielschichtig, dass wir immer auch andere Reaktions Möglichkeiten haben. Diese anderen Reaktionsmöglichkeiten haben möglicherweise hohe Kosten, also kosten uns viel, haben Folgen, die wir nicht so angenehm als angenehm empfinden. Das mag es durchaus geben und dann ist es vielleicht wirklich eine schlechte Idee, ne? Weil Kosten ist durchaus ein Argument, ja, also in meiner Welt schon. Und aber es ist immer ein Unterschied, ob man sagt, ich kann nicht anders oder das hat die und die Nachteile, deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Das sind einfach zwei völlig verschiedene innerliche Vorgänge, die manchmal in einem äußerlich vermeintlich ähnlichen Verhalten resultieren können. Also äußerlich tun zwei Menschen das Gleiche, aber der eine tut es aus einer freien Entscheidung, der andere tut es aus Reflex. Man kann es eben nicht immer am äußeren Verhalten allein erkennen. Nur vielleicht über Zeit, dann wird es erkennbar. Wenn also jetzt immer jemand immer das Gleiche macht, immer das Gleiche hat, nie was anderes macht, das sieht dann halt schon sehr stark nach Fixierung aus, ja, also nach Unfreiheit, innerer Unfreiheit. Und das provokative Arbeiten fördert, wenn es gut gemacht wird, tatsächlich die Freiheitsgrade, sich auch anders entscheiden zu können, aber eben nicht zu müssen. Man muss nichts anderes machen, aber das Gleiche, was man immer schon getan hat, zu tun aus freien Stücken, statt weil man muss, ist auch ein Gewinn. Zum Beispiel, was weiß ich habe manchmal Coachings, da will jemand zum Beispiel den Job wechseln und das Ergebnis des Coachings ist dann nicht, wie schaffe ich das, sondern das steht nicht von vornherein fest, das ergibt sich halt so, kommt möglicherweise raus, dass der Mensch sich entscheidet, nee, ich bleibe da. Aber ich bleibe jetzt mit einem besseren Gefühl da, weil ich jetzt nochmal genauer weiß, warum ich mich dafür entscheide. Das ist aus einem Zwang wurde eine freie Wahl. Ja? Aber äußerlich macht der Mensch das Gleiche weiter. Oft macht er dann auch im Außen Dinge anders. Das ist schon zugestanden. Also die meisten innerlichen Dinge drücken sich auch äußerlich aus, aber halt nicht immer sofort und nicht immer ganz direkt. Manchmal muss man näher hinschauen. So. Meistens können wir die Ideen, Einstellungen und sich selbst bekämpfenden Verhaltensweisen, die der Patient von sich selbst hat, von ihm als Person unterscheiden. Man kann das wie folgt ausdrücken: Meine beiden Brüder, schreibt Farrelly, die beide Priester sind, und meine Schwester, die Nonne, bemerken, liebe den Sünder, hasse die Sünde. Das ist natürlich eine sehr religiöse Ausdrucksweise für was, was jeder Therapeut, jeder Coach kennt. Die Person ist nicht das Verhalten. Das ist sehr ambivalent, da muss ich lachen, weil ich würde sagen, die Person ist durchaus das Verhalten. Sag mal so, die gleiche, vermeintlich gleiche Person kann sich verschieden verhalten. Und in der Regel geht es halt nicht darum, die Person anzugreifen oder gar die Person abzuschaffen, sondern es geht halt darum, Verhaltensweisen mal probeweise in Frage zu stellen, mit eben dem möglichen Resultat, dass man sich aus freien Stücken dafür entscheidet, das Verhalten sich weiter so zu verhalten oder eben auch nicht. Nie wird die Person abgelehnt. Das Problem ist aber, wenn man halt das Verhalten bestimmter Menschen ablehnt, fühlen sich Menschen trotzdem als Person abgelehnt. Das ist eben das große Problem, dass wir oft sehr stark identifiziert oder vielleicht auch überidentifiziert sind mit bestimmten Redeweisen, Verhaltensweisen, mit Dingen, die wir tun. Und jemand, der also jetzt in Frage stellt, was wir sagen oder was wir tun, dort fühlen wir nicht unser Sagen und Tun in Frage gestellt, sondern uns selbst als Person. Wir fühlen uns als Person abgelehnt. Wenn das passiert in einem Coaching- oder Therapieprozess, dann ist was schiefgegangen und wer ist für verantwortlich? Der Coach oder der Therapeut ist dafür verantwortlich. Nicht der arme Patient oder der arme Kunde. Es gibt halt Leute, die beherrschen ihr Handwerk und es gibt Leute, die tun das weniger. Sorry. So, unsere Kollegen, schreibt, also die anderen Therapeuten, schreibt Freddy, sagen, akzeptiere die Person, nicht ihr Verhalten. Und wir können geltend machen, gut, das ist es, was auch wir tun. Wir verspotten den Wirrkopf des Patienten, seine idiotischen Ideen und Verhaltensweisen, aber nicht die Person selbst. Wie gesagt, dieses Buch ist in einer Zeit geschrieben worden, wo die provokative Arbeitsweise noch unter Beschuss stand. Ja, also wo das nicht verstanden wurde, was sie tun. Deswegen schreiben sie hier das aus einer Rechtfertigungsposition und wollen dem überhaupt Raum verschaffen, dem Provokativen oder allgemeinere Anerkennung. Heute müsste man sowas so nicht mehr schreiben, denke ich.
Oder vielleicht doch, vielleicht täusche ich mich da auch. Ich bin ja auch in meiner kleinen Provokativ-Bubble, wo alle das geil finden und Leute, die das nicht geil finden, sind keine persönlichen Freunde von mir. Die kenne ich nicht. Ich kenne keine Menschen, die das provokative Arbeiten nicht gut finden. Ja, wie geil. Jedoch, wir glauben, dass dies zwar eine außerordentlich wichtige, aber nichtsdestoweniger spitzfindige Unterscheidung ist. Denn operational, und da bin ich eben auch dabei, bin ich mein Verhalten operational, auch wenn ich mich anders verhalten kann. Das heißt, im Umkehrschluss, wir können unsere Person ändern. Und zwar oft schlagartig. Unsere Person ist eben nicht ein fixer Wesenskern, wo ganz von tief innen unabänderliche Dinge kommen. Eine Quelle, die dann durch das Strömen ins Außen nur getrübt wird oder entartet, genau, entartet. Ja, also so denkt Ferrelli nicht und so denke ich auch nicht, sondern ich würde sagen, ja, wir können unser Verhalten ändern, aber mit dem Verhalten ändern, ändern wir halt unsere Person, weil überhaupt diese ganze spooky Ding, die persönliche Identität und die Verteidigung der Identität und dass man Identität derart fixiert denkt, nach einem Wesenskern, der sich ausdrückt, so wie der Same, der zu einem Baum heranwächst, bla bla bla, ein völlig schräges Bild gibt von dem, wie unsere Psyche funktioniert. Der Mensch ist sehr viel flexibler, sehr viel vielschichtiger, er hat viele Schaltkreise gleichzeitig, die halt den Gedanken, der Mensch habe einen Wesenskern, überhaupt nicht hergibt. Also es gibt viele Menschen, die noch heute so denken, aber also hart gesagt erlebe ich dieses Denken von diesen Menschen als extrem gewalttätig, gewalthaft. Warum? Ich muss mal hier ein bisschen verlagern, weil die Sonne kommt gerade ein bisschen so. Ja, genau, so ist besser. Weil meistens die Vielschichtigkeit damit abgeschnitten wird, die Menschen haben. Ja, also vieles, was an Identitätsbildung in ganz guten Absichten gefördert wird, ja, auch psychologische Tests und so weiter, ja, alle möglichen gibt es da ja, haben aus meiner Sicht immer deswegen was Gewalttätiges, weil sie andere Seiten, die der Mensch auch noch hat, einfach mit abschneiden. Da wird immer das Kind mit dem Bade ausgeschnitten. Ausgeschnitten? Ja, ausgeschnitten. Das Kind wird mit dem Bade ausgeschnitten. Und das ist immer schade. Und wenn man aber halt die Menschen nimmt, wie sie wirklich sind, in ihrer ganzen Vielschichtigkeit, kann man eigentlich nicht mehr in Wesenskernen, Identitätskernen denken. Weil damit geht immer was verloren. Ja? Sehr viel besser wäre es zu denken, wir sind alle multiple Persönlichkeiten in einem nicht pathologischen Sinne. Oder wenn man es weniger eben mit der Versuchung, es zu pathologisieren, sehen will, dann könnte man sagen, wir alle haben halt viele, viele, viele Persönlichkeiten, wir haben viele Anteile, diese berühmten, was weiß ich, inneres Team oder so. Oder man könnte auch sagen, jeder von uns hat 500 Persönlichkeiten und manche dürfen halt ständig auf die Bühne, manche dürfen nie auf die Bühne, manche dürfen nur höchst selten auf die Bühne oder in Ausnahmesituationen auf die Bühne. Aber jeder von uns hat 500 Persönlichkeiten und das ist völlig normal. Das hat jeder Mensch. Und vielleicht, sagen wir so, wir unterscheiden uns vielleicht darin, wie geübt wir darin sind, die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt auf die Bühne zu lassen. Oder wir unterscheiden uns darin, wie viele von unseren 500 Personen wir auf die Bühne lassen. Ja, darin unterscheiden wir uns. Aber wir unterscheiden uns nicht darin, dass manche von uns eine Identität haben und andere halt 20 und andere 500. Das ist zumindest nicht mein Menschenbild. Ne? Ich würde sagen, jeder Mensch hat so und so viele Seiten, es sind wahrscheinlich sogar noch viel mehr als 500. Aber wie flexibel man damit umgeht, situationsspezifisch, in dieser Freundschaft, in dieser Situation, am Arbeitsplatz, in dieser Rolle, wenn man mit dem Chef spricht, wenn man mit dem Kunden spricht, wenn man mit dem Dienstleister spricht, wenn man mit der Buchhaltungsabteilung spricht, wenn man mit HR spricht, wie man mit dem einen Kind spricht, wie man mit dem anderen Kind spricht, allein schon, weil die vielleicht verschieden alt sind, wie man mit alten Freunden spricht, wie man mit neuen Freunden spricht, wie man spricht, wenn man im Tennisclub ist, wie man spricht, wenn man am Stammtisch sitzt, wie man spricht in der einen Plattform, in der einen Social-Media-Plattform, wie man spricht in der anderen Social-Media-Plattform, wie man in der einen Tagesform spricht, wie man in der anderen Tagesform spricht, wie man in einer Situation spricht, wenn man traurig ist, wie man in einer anderen Situation spricht, wenn man traurig ist, je nachdem auch mit wem man spricht und so weiter und so fort, was die Rahmenbedingungen sind, privat, öffentlich, halböffentlich. Es gibt so viele Schichten, so viele Nuancen, deswegen brauchen wir auch so viele Persönlichkeitsanteile, um mit der Welt klarzukommen. Wenn wir das künstlich vereinseitigen, kommen wir in der Regel mit der Welt schlecht klar. Und deswegen ist dieses Denken, wir hätten einen Identitätskern, einen Wesenskern, total unproduktiv. Also, wenn ich ganz gemein bin, sage ich, so denken nur menschlich dumme Menschen. Ja, mit menschlich dumm meine ich Menschen, die sich selber und andere Menschen reduzieren. Und das hat was Gewalttätiges. Das ist gewalttätige Dummheit oder dumme Gewalttätigkeit gegen Menschen. Auch wenn es oft diese Menschen, die das tun, oft an erster Stelle mit sich selber machen. Aber es wird dadurch nicht besser. Ja, nur weil ich mir selber Gewalt antue, wird es nicht besser, wenn ich dann das Gleiche auch anderen Menschen antue. Da versagt dann die goldene Regel. Ja, Menschen, die sich selber schlecht behandeln und dann auch andere schlecht behandeln. Die andere, ja okay, die behandeln alle gleich, aber alle gleich schlecht. Dadurch wird nichts gut.
Also die goldene Regel ist nicht für sich genommen irgendwie was Gutes. Ich krieg's gar nicht mehr hin. So bescheuert finde ich das. Behandle andere stets so, wie du selbst behandelt werden willst. Das würde funktionieren, wenn das Selbstempathieniveau der Menschheit sehr hoch wäre. Wenn. Gut. Gut oder nicht so gut, wie auch immer. Jedoch wir glauben, dass dies zwar eine außerordentlich wichtige, aber nichtsdestoweniger spitzfindige Unterscheidung ist, denn operational bin ich mein Verhalten. Zitat: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, ist vor 2000 Jahren ja gewesen und es ist auch noch heute. Man muss natürlich sehen, dass der Patient diese subtile Unterscheidung zwischen sich und seinem Verhalten anfangs nicht macht. Das ist eben das Problem. Manchmal denken wir, dass sie recht haben. Wir hassen Sünder, nicht bloß die Sünde. Und es gibt viele Therapeuten, die ihre Patienten, ob bewusst oder unbewusst, tatsächlich hassen, die das nicht so gut hinkriegen wie Ferrelli. Die gibt es wirklich, leider. Oft zum Beispiel nach einer Zahl von Berufsjahren, manche auch von Anfang an. Das ist nicht jedem Therapeuten bewusst, aber Menschenliebe, echte Menschenliebe unter Therapeuten und auch teilweise unter Coaches ist gar nicht so weit verbreitet, wie man glauben könnte oder wie es vielleicht gut wäre. Also ich könnte mich direkt gehen zu versteigen zu der Behauptung, ohne zumindest Anteile provokativen Arbeitens ist das auch gar nicht erwartbar. Ich glaube, Coaches und Therapeuten, die wirklich viel coachen, die viel therapieren, sehr viele Kunden haben, die nicht zumindest teilweise provokativ arbeiten, sind gar nicht in der Lage, ihre Menschenliebe aufrechtzuerhalten. Ist technisch nicht möglich. Wäre übermenschlich. Das schafft keiner. Also kurz gesagt, wenn ihr den Beruf wirklich intensiv macht, wenn ihr ihn lange macht, wenn ihr viele Kunden habt und tief einsteigt, braucht ihr zumindest einen Teil des provokativen Toolkits. Also das ist zumindest meine Eigenerfahrung. Und ich glaube nicht, dass ich da besonders special bin. Ich glaube nicht, dass es an persönlichen Besonderheiten von mir liegt, dass das so ist, sondern ich glaube, das ist einfach nur menschlich. Es ist allgemein menschlich, allzu menschlich, völlig normal. Manche Leute mögen das Wort ja normal nicht mehr so gerne. Ich mag es. Umso älter ich werde, umso lieber liebe ich das Wort normal. Ist total normal. Ich mag es. Es gibt eben auch gute Normalität. Ha! Habe ich lange nicht gewusst oder lange nicht anerkannt. Wir hassen bestimmte Arten von Abweichungen und Pathologien, von Kriminalität und psychotischen Verhaltensweisen. Mit der Zunahme der verhaltenstherapeutischen Methoden wird die Betonung des Verhaltens mehr akzeptiert. Die Botschaft des provokativen Therapeuten ist: Kümmere dich nicht um deine Einsicht, kümmere dich nicht darum, wie du dich in dir selbst fühlst, du handelst immer noch wie ein alberner Lümmel, so wie steht es jetzt damit, deine Beziehungen und Verhaltensweisen neu zu ordnen. Also kurz gesagt, wenn jemand sehr, sehr, sehr hart an sich gearbeitet hat, aber sich immer noch wie ein Arschloch verhält, Entschuldigung, sich selbst und anderen gegenüber, ja, sich selbst schädigt und andere schädigt, dann interessiert mich deine ganze beschissene innere Arbeit einfach nicht, weil, ja, okay, wichtig ist, was hinten rauskommt. Änderst du dein Verhalten, ja oder nein? Wenn du es nicht änderst, was soll denn das für eine komische innere Arbeit sein, die nichts ändert am Ende des 7 langen Tages? Du machst immer noch dich kaputt, du machst immer noch andere kaputt. Ja, okay. Dann war deine innere Arbeit halt für den Arsch. Entschuldigung. Also, worüber reden wir? So, dies in aller Freundlichkeit gesagt habend, beende ich jetzt dieses furchtbare Video, dieses schreckliche, schreckliche Video. Ja, ich hoffe, es kommen auch wieder friedfertigere Tage bei mir. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß nie, was kommt. Das jedenfalls war, wenn ich richtig gezählt habe, Teil 54. Und ja, wenn es euch nicht zu sehr abturnt, willkommen dann auch in Teil 55, der ganz sicher folgen wird. Ceterum censeo, Democratiam esse sortiendam.